Wie fühlst du dich? Hey, willst du mir auch vielleicht Bilder von dir schicken? Bilder von dir schicken? So wie du hier. Lass dich mal, lass die arme Hunger wohl machen. Komm, Digga, die schicken die Bilder. Bitch. Also der Einzelne ist selber schuld. Ich weiß es nicht. Was hast du für Lena gefühlt? Warst du auch in sie verliebt? Das ist jetzt eine Fangfrage, oder? Ja, ich check das schon. Ist es egal, wenn ich jetzt sage nein, dann werde ich sofort als der Arsch abgestempelt. Keine Sorge, Jan. Fangfragen stelle ich dir nicht. Wir arbeiten hier zusammen und nicht gegeneinander. Magst du mir erzählen, ob du in Lena verliebt warst? Naja, es gab mal so eine Phase, wo ich mit ihr gechillt habe. Und das hat sie sich jetzt verspielt. Du und Jan, ihr wart doch mal ein Paar. Was ist denn genau passiert? Es ist doch eh alles egal. Seitdem alle die Fotos gesehen haben, werde ich eh nie wieder mehr jemanden abbekommen. Wer sagt das? Ja, Jan sagt das. Er hat auch vollkommen recht. Wer will schon eine Freundin, die die ganze Stadt nackt gesehen hat? Ach Lena, ich gehe nicht davon aus, dass die ganze Stadt dieses Bild kennt. Und das ist doch auch alles gar nicht deine Schuld. Ja doch, ist es schon. Wenn ich nicht so naiv gewesen wäre oder hätte ich nicht mit ihm Schluss gemacht, dann wäre das alles nicht passiert. Lena hat dich verletzt, oder? Warum hast du ihr Foto geteilt? Pff, die hat es doch so gewollt. Ich meine, warum schickt sie mir denn dieses Bild? Sie hat um diese Aufmerksamkeit gebettelt. Genau die hat sie bekommen. Wolltest du Lena wirklich so wehtun? Sie hat mich provoziert. Ich selber schuld. Hast du denn Menschen um dich herum, mit denen du darüber sprechen kannst? Deine Eltern zum Beispiel? Ja klar, aber was sollen die tun? Meine Mama, sie gibt sich selbst die Schuld und sagt, sie hätte mich warnen müssen. Aber wie? Sie hat ja selbst keine Ahnung, was im Netz abgeht. Und mein Papa, ja, der ist einfach nur mega enttäuscht. Gibt sich so viel Mühe, dass wir weitermachen. Sucht sich gerade einen neuen Job, weil wir wahrscheinlich umziehen werden und ich in einer anderen Schule dann einen Neuanfang habe. Magst du mir erzählen, wie dieses Bild überhaupt entstanden ist? Wie hast du dich dabei gefühlt? Ich kann das nicht. Foto wird dir nie gefallen. Ich finde dich wunderschön. Und du würdest mich richtig heiß machen. Ich kann das einfach nicht. Ich will mehr sehen. Oh Gott, wie sehe ich aus? Das ist so weird. Ich will mehr sehen. Jungs warten nicht ewig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon so weit bin. Sei mal nicht so verklemmt. Ach, du findest mich doch gar nicht hübsch. Ich finde dich wunderschön. Sei mal nicht so verklemmt. Verklemmt, verklemmt, verklemmt. Ich habe mich unwohl gefühlt. Ich wollte das Bild doch gar nicht schicken. Warum hast du denn nicht auf die Signale deines Körpers gehört? Ich weiß es nicht. Machen das nicht alle? Sich Fotos schicken? Ich schätze, ich wollte ihm gefallen. Ich wollte ihn nicht zu lange warten lassen, dass er sich nicht eine andere schnappt. Ich bin ja nicht verklemmt oder langweilig. Ich hätte nie gedacht, dass er es weiterschickt. Er hat es mir doch versprochen. Weshalb glaubst du denn, hat Jan dieses Bild überhaupt weitergeleitet? Ich bin selber schuld. Er hat sich doch so gefreut über das Foto und dann wollte er mehr. Aber ich war einfach überfordert. Das war zu viel für mich und dann habe ich Schluss gemacht. Wie ist denn generell das Verhältnis zu deinem Vater? Mann, es ist ihm völlig egal, was mit mir ist. Der denkt, ich habe alles. Und ist super enttäuscht von mir wegen diesem scheiß Foto. Jan, meinst du, es hat dich verletzt, dass Lena dich verlassen hat? Und meinst du, du hast deswegen vielleicht die Bilder weitergeschickt? Ja, ich bin schon verletzt. Ich meine, wie stehe ich denn jetzt da? Ich mochte sie ja schon irgendwie. Aber ich verstehe halt nicht, warum sie mich verlassen hat. Das pisst mich richtig an. Ich check's nicht. Es war doch alles perfekt. Ich hätte ihr alles geben können. Und
dann hängt sie auf einmal mit irgendwelchen anderen Typen rum. Ich versteh's nicht. Also hast du das Foto weitergeschickt, weil du wütend auf Lena warst? Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich wollte doch nicht, dass es so eskaliert. Ich wollte ihr einfach nur einen Denkzettel verpassen. Ich wollte ihr einfach nur mal zeigen, dass sie so in der Art nicht mit mir umgehen kann. Also tut es dir leid, was passiert ist? Ich wollte mich schon rächen. Und in dem Moment hat es sich gut angefühlt. Aber jetzt ist es irgendwie anders. Was wünschst du dir gerade für dein Leben am meisten? Ich möchte, dass die Leute mich akzeptieren und dass keiner mehr hinter meinem Rücken redet. Es ist inzwischen ein halbes Jahr vergangen und es hat sich sehr vieles verändert. Ich habe auch wieder Spaß in der neuen Schule und von Tag zu Tag finde ich neue Freunde. Hi, wie geht's? Bist du neu hier in der Schule? Ja, ich bin gerade hergezogen. Ich muss mich noch an alles gewöhnen. Ach, easy, du wirst dich super schnell an alles gewöhnen. Darf ich dich was fragen? Ja, klar. Du sag mal, kann es sein, dass du das auf dem Bild bist? Ich kann das nicht. Sei mal nicht so verklemmt. Verklemmt, verklemmt, verklemmt. Wenn das Foto für dich bestimmt wäre, wüsstest du, wer da drauf ist. Hey! Hey, na. Wollen wir gehen? Ja. Okay. Wie ihr seht, ist die Sache für mich noch nicht komplett abgeschlossen. Dennoch habe ich gelernt, damit umzugehen. Ich werde in Zukunft besser auf mein Gefühl hören. Wenn ich mich mit etwas nicht wohlfühle, werde ich es auch nicht tun. Wer mich wirklich mag, wird das verstehen. Ich hoffe, meine Geschichte kann dem einen oder anderen von euch helfen. Ich kann euch nur sagen, seid euch bewusst. Sobald solche Daten ausgesandt werden, verliert ihr jegliche Kontrolle über die Inhalte. Die Techniker, die uns in diesem Video unterstützen, stellen zum Thema Medienkompetenz in Zukunft auch noch mehr Inhalte zur Verfügung. Den Link auf die Seite der Techniker haben wir euch in der Beschreibung bereitgestellt.